es staubt und man fährt sich trotzdem fest. Guck mal, Router, geh los hier! Moin! Sonntag, 14. April. Wir haben es jetzt kurz vor 10 vor 7. Um 7 wollte Jürgen am Feld sein. Wir haben uns heute vorgenommen, 14 Hektar zu schaffen. Stärkekartoffeln. Ich habe hier den Düngerwagen. Fahr dann jetzt mit den Kartoffeln schon los. Mit den ersten beiden Wagen, anderthalb werden wir wohl noch nachbrauchen im Laufe des Tages. Der Plan ist im Moment noch so, dass Vater den Pflanzer vollschmeißt und ich in Kürze den Beetformer holen kann und dann weiter mit den Beetflügen mache. Habe aber noch keine Auskunft bekommen, wann ich den holen kann. Die wollten sich heute Morgen melden, aber es ist auch erst kurz vor 7. Also wir werden sehen. Erstmal Pflanzen in Gang bringen und dann sehen wir weiter. Ne? So, wasch mal deine Scheibe. Ist nicht meine. Das ist auch noch Sahara-Scheiße oder wie das aussieht oder was. Sehr komisch. Aber ansonsten noch richtig angenehmes Wetter. Soll aber auch noch Regen kommen heute. Mal schauen. Zumindest stand das gestern Abend im Wetterbericht. Ich habe heute Morgen noch nicht reingeguckt. So. Diesen Schlag und den Schlag. Hier aus. Noch. Ah ja, Jürgen hat sich da schon die Linie gezogen. Jürgen hat sich die Linie gezogen. Mann, ey. Mal gucken, hier irgendwo hier den Düngerwagen loswerden. Knapp 12 Grad im Moment. Trocken, windig, leicht. So lobe ich mir das. Dünger ist voll. Kartoffeln rein und Attacke. Hä? Warum ist die Lüftung so laut? Ich will nicht die Temperatur einstellen, ich will die... Aha, okay. Egal, was soll ich denn sagen? Achso, ich habe ja im letzten Video am Ende erzählt, dass ich die Akkus von der Drohne geladen habe, damit wir Luftaufnahmen machen können. Ne? Habe ich auch noch weiterhin auf dem Zettel, allerdings nicht hier beim Pflanzen heute. Weil hier sind ganz schön viele Windmühlen und wir sind hier im Bartelsdorfer Windpark. Hier darf ich nicht fliegen. Aber im Wohlsdorfer Windpark, da habe ich eine Aufstiegsgenehmigung, da darf ich fliegen. So, und wenn wir dann den Beetformer haben, dann können wir dann ein bisschen dronieren. Mal schauen, wie das alles so klappt. Halt, stopp. So. Ja, ich hoffe, dass sie sich in Kürze melden und mir sagen, was los ist. Wenn das denn gar nicht klappt, dann kann ich Vater Nio noch beim Pflanzen ablösen. Mal schauen. Herrliches Wetter. Also, ach ja, ich habe neu im Wetterbericht nachgeguckt. Heute kein Regen. Das ist mal richtig geil. Morgenregen, Dienstagregen und dann Mittwoch erstmal wohl wieder trocken und dann die Woche drauf wieder Regen. Naja, aber Montag, Dienstagregen zusammen
angeblich irgendwas so 6 bis 8 Liter. Ja. Generationsübergreifend. 8, 18, 7, 16, 27, 7, 18 steht nicht hier. So, ich trinke jetzt einen Kaffee und dann hoffe ich, dass der Lohner anruft oder schreibt oder einen Fax schickt oder Buschtrommel, keine Ahnung. Ja, es ist genau 10 Uhr. Was soll ich sagen, das ist jetzt hier die vierte Bahn und jetzt muss ich schon los. Der erste Wagen Kartoffeln ist leer. Da fahren wir jetzt eben hin. Ich nehme den Beetformer mit, baue den da ab. Anhänger hinter. Und dann fährt Vater oder ich, einer von uns beiden, los, den Anhänger wieder voll drehen mit Kartoffeln. Und danach geht das dann hier weiter. Das ist ein bisschen Gerinne. Heute gegen Mittag werde ich dann auch wieder nach Hause fahren rechtzeitig und die zum Mittagessen holen. Aber das meiste ist hier ja auch gemacht. Also hier zwischen, jetzt geht's auch. Hier sind jetzt noch ein paar Bahnen und dann auf der anderen Seite, soweit wie geflüchtet ist. Und dann kommt die Maschine sowieso erstmal wieder weg, weil sie die Verschleißteile tauschen wollen. Aber für die paar Bahnen geht das wohl noch eben. Ich nehme hier jetzt gleich noch eine Schaufel voll runter. Ja, und dann kann Vater damit eben los, dann mache ich den Schaufeln zu lange. Ja, finde ich. Wahrscheinlich hört er mich nicht. Was ist nochmal? Guck mal hier, der kann gleich noch Funkwände durchziehen dann. Hat er schon ganz gut geschafft. Jetzt ist es 10:30. Ist es heller, als man das jetzt auf dem Video sieht. Ja. Piekfeine Steuerung. Ein Steinhaufe. Letzte Nacht hat er hier separiert. Also nicht alles, aber ja, wie man sieht, er hat einen ganzen Teil geschafft. Das hier war ja davor schon einmal. Da muss man ganz klar sagen, das ist einfach doch ein großer Vorteil von dem CS150, also von der Grimme-Maschine, im Vergleich zu anderen, dass sie die großen Steine grundsätzlich sammeln. Also das läuft ja so, dass sie die solche Brocken, die werden in der Maschine gesammelt und die kleinen Steine, die werden halt seitlich nur abgelegt und das können andere Maschinen nicht. Die legen auch die großen Steine seitlich mit ab und so wird man die dann nie los. So, da haben wir ein kleines Löchli, aber da fahren wir jetzt auch durch. Das soll jetzt fertig, soweit wie geflüchtet ist, werde ich das fertig haben. Dass er, wenn er das nächste Mal zum Separieren kommt, auch das meiste vom Schlag fertig kriegt. Nur verzehren wir da ein bisschen an, dann ist das so. Das sind hier die beiden Stellen hier und ansonsten ist alles trocken. Mal gucken. Hand ans Rad und beobachte. Oh, ganz anderen Schnack als vorher. Das hat schon geholfen jetzt mit dem. Das Schöne, das ist heute auch angenehm. Starker Wind. Ja, ich weiß, die Windräder drehen nicht, die sind ausgestellt, weil genug Strom da ist oder der Strom nicht gebraucht wird vielmehr. Also der gesamte Windpack ist aus da hinten, der Ballistor verläuft. Warum auch immer. Und aber Wind und Sonne, wir haben jetzt 16,8 Grad, sagt er.
ob man jetzt die 0,8 glauben kann, weiß ich nicht. 16 Grad oder halt 17 Grad. Das hilft beim Abtrocknen natürlich jetzt extrem. Ne? Das ist eine gute Sache. Und wenn es dann nicht zu viel Regen gibt morgen und übermorgen, dann sollte das Mitte nächster Woche, spätestens Ende nächster Woche auch gut wieder weitergehen können. Ja, war kein Problem mehr hier. Sehr schön. Mahlzeit, Mittag durch. Ist ja um irgendwann gegen 10 habe ich ja das Video online gestellt, den letzten Blog. Da kommen so viele Fragen. Das ist nicht unser Schlepper und das wird auch nicht unser Schlepper. Das ist ein Vorführ- bzw. Mietparkmaschine. Eine Vorführ- bzw. Mietparkmaschine. Also ein Mietschlepper. Hab das Ding gemietet. Und der geht dann auch wieder zurück. So, jetzt geht's aber weiter. Da müssen wir auch mal irgendwann fertig werden. Ich hatte das, habt ihr ja wahrscheinlich in der Aufnahme eben gesehen, das war nicht Jürgen auf dem 722 vor der Prius, sondern Daniel. Der hat Jürgen abgelöst, was ich aber nicht wusste. Und Daniel wollte gerne durchpflanzen, der wollte keinen Mittag. Daher, ach scheiße. Wie wird das? Daher wechseln Vadern und Juros sich jetzt ab mit Mittag, damit das da weitergeht mit Befüllen. Und wir fahren jetzt weiter zum Beeteform. 3:15, wir sind soweit fertig. Hier hat alles geklappt. Alles, was geflügt war, da ganz hinten am Wald, ist ja noch nicht geflügt, der Rest. Und vorm Busch die kurzen Enden, da ist natürlich jetzt auch nicht. Sind jetzt natürlich auch keine Beete, aber sonst ist der Schlag soweit durch. Bringen den da jetzt wieder zurück, weil sie da ja noch nachgucken wollen und Verschleißteile erneuern. Und dann gucken wir mal, wie weit das Pflanzen ist. Die Kartoffeln können eigentlich noch nicht ganz reichen. Da muss wahrscheinlich noch ein halber Wagen oder so nachgebracht werden. Mal schauen. So, ach, hier lassen wir mal an. Dann können wir noch mal gucken, wie der Wasserstand hier ist. An dem scheiß Loch. Ja, wie soll das schon sein, ne? Oh, ist aber schon deutlich zurückgegangen. Es wird langsam weniger. Großartig. Jo. Oh, da hinten wird Mais gelegt. Guckt ihr das an. Wir nehmen gleich einmal noch Dünger voll machen, dann nehmen wir den Düngerwagen eben mit. Wir haben nicht vergessen, den Dünger, der noch in der Kiste zu Hause ist, den wir letztens aus der Maschine gelassen haben, den wieder aufzuladen. Und das wird sonst wahrscheinlich ein bisschen knapp. Ich glaube noch einmal hin und warte mal, 1, 2, 3, 4, 3 Bahnen noch. Und dann haben wir 8 Hektar fertig. Knapp 6 sind das noch. Mal 6 Stunden, 2:45. Momentchen, wird das noch dauern. Dunkel wird es auch noch. Naja. Aber hoffentlich alles noch vorm Regen.
Viertel vor sechs. Ich habe jetzt nochmal 6 Tonnen nachgeladen. Das sollte dann theoretisch reichen. Mal gucken. Richtig schattig im Wind, weil der Wind echt stark ist. Das ist gut. Jetzt gerade scheint mal wieder so zwischendurch war bewölkt und so. Jetzt gerade scheint mal wieder die Sonne. Jetzt gerade scheint noch die Sonne und es ist die ganze Zeit windig. Es trocknet richtig schön ab. Und wenn wir jetzt Glück haben und es gibt nicht so ultra viel Regen, Morgen soll es ab ca. 17 Uhr regnen und Dienstag auch nochmal. Dienstag allerdings glaube ich schon früher am Tag, das habe ich jetzt aber weiß ich nicht. Aber ich kann es eh nicht glauben. Wenn wir Glück haben, verdunstet mehr als nachkommt. Das wäre schön. Jemand schrieb noch, dass wir übrigens wegen der Arbeitsscheinwerfer, dass hier am Lenkradschalter sind. Bei Insta habe ich eine Nachricht bekommen. Vielen Dank für die Nachricht. Hatte ich tatsächlich auch schon gefunden. Hatte ich auch schon gefunden. Jetzt zeige ich solche. Ja. So, und man kann ja die Arbeitsscheinwerfer einprogrammieren. Also bei welcher, bei 1, also auf 1 und 2 und was dann da angehen soll mit 1 und 2. Und dementsprechend hat man das dann auch auf den beiden Schaltern oder auf dem Schalter mit den beiden Positionen hier am Lenkrad. Das ist schon gar nicht doof. Gar nicht mal so doof. So, bis gleich. Joa. Das sind aber auch noch beide 5 Vektor hier, war 4, 4,5. Joa. Das wird noch dunkel. 20:08. Ich wollte eigentlich nur den Wagen wegholen und jetzt sagt Vater gerade, dass die Kartoffeln nicht ordentlich nachrutschen. Die Keime, die haben zu doll gekeimt. Also das sind gleich 3 Probleme auf einmal. Problem 1, die Kartoffeln rutschen nicht nach, das Pflanzen geht nicht. Jetzt muss ich mich da wahrscheinlich mal eben reinstellen. Und ein bisschen nachschubsen. Problem 2, wir müssen die Kartoffeln, die jetzt so doll gekeimt sind, wohl alle nochmal über die Sortiermaschine jagen. Und daraus resultieren Problem 3, wieder leichter Powerverlust in der Knolle. Das ist alles Kacke. Das ist alles einfach Kacke. Und das will ich jetzt mal zeigen, Fahrgasse, der Becher aus und der Gurt, der auch,
Und hinten werden die geformten Dämme dann wieder glatt gezogen, damit man die Fahrgasse erkennt. Ja, schöne Scheiße. Das sieht gar nicht so schlimm aus, aber es stockt immer wieder. Freude auf hier, Leute. Ey, nirgends kann es richtig fahren und hier staubt das wie Atze. Habe ich gerade gesagt, nirgends kann es fahren. Es staubt und man fährt sich trotzdem fest. Ich kletter wieder auf meinen Arbeitsplatz. An. Junge. Junge. Trecker können auch Alarm machen. So, liebe Freunde der gepflegten Nachtunterhaltung, ich war jetzt eben den leeren
Kartoffelwagen nach Hause. Die Kartoffeln sind jetzt eben ganz gut gerutscht. Ich denke, dass das jetzt geht. Diesen Wagen nach Hause, dann wieder her den Düngerwagen, wenn der, wenn wir wissen, ob wir noch Dünger brauchen, nicht mehr brauchen, so, dann kann der Düngerwagen weg. Und dann muss ich nämlich nochmal eben herfahren gleich, weil der 818 steht ja auch noch rum. Und den haben wir nach Hause holen. Jetzt ist es, oh Gott, wie spät, 2:02. Ich denke mal, kleine Vorgewende auf der anderen Seite, Vorgewende hier. In einer halben Stunde ist das noch nicht getan. Mal schauen. Kannst echt meckern. Die Arbeitsschankwürfe sind echt geil. Piep fein. So, den stellen wir irgendwo auf eine Platte. Kommt hier nachher der Kartoffelwagen runter. Der wird nämlich nicht mehr leer. Den können wir morgen wieder abladen. Der Rest. Abkuppeln und wieder los. So, zweiter Streich, den nach Hause. Junge, 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 da sind ja gefühlt Welten zwischen den Schleppern, ne? Das ist echt verrückt. So. Dafür aber gibt es diesen Sound. Yes. Gefahren. Das Vorgewende und dies Vorgewende. Das ist doch noch ein bisschen mehr. Tja, brauchen wir jetzt noch Dünger oder nicht? 11. So. So, also Dünger kann weg, eben noch eine Schaufel reingeschippt und dann ist das hier auch gleich fertig. Sehr gut. So, und in Anbetracht dessen, dass der Akku gleich schon zum zweiten Mal leer ist heute, machen wir Schluss. Wir sehen uns morgen früh auf dem 818.
Dann geht's zeitig nach Osterfesele, denn da geht das Güllefahren weiter. So lange, bis das nicht mehr schockt. Nein, so lange, bis das anfängt zu regnen. Nein, so lange, bis das fertig ist. Bis morgen. Montag, 15. April. Oh Gott. Keine Zeit, die Höhle sauber zu machen. Schade. Geh los. Auf nach Osterfesele. Mit dem da und dem da und dem da. Bis gleich. Ah, könnt ihr nicht sehen, ne? Da ist er noch mit dem CS150 am Separieren. Er macht soweit es geht bei dem Windpark da hinten, wo wir gestern noch die Dämme gepflügt haben. Da ist er auch gewesen, da ging aber nicht alles. Also er ist jetzt an beiden Seiten so weit ran, wie es eben befahrbar ist für ihn. Da darf man natürlich nicht vergessen, dass das nicht anders geht. Das geht nur mit Pflegebereifung, das sind 300er Reifen. Und wenn das da ein bisschen nass ist, dann zieht er natürlich überhaupt nichts mehr. Ne? Dann zieht er keinen Hering mehr vom Teller. Naja, da ist es jetzt halt, wie gesagt, so weit, wie es ging. Jetzt gibt es gleich erstmal Regen. Irgendwann, ich weiß nicht, um wie früh das anfängt, aber es gibt Regen. Morgen auch wieder Regen und dann steht da Freitag Regen. Also ja, wir haben jetzt, lass mich kurz nachrechnen, ja, so knapp 34 Hektar müssen das jetzt sein, Kartoffeln in der Erde. Von 122, ein bisschen, die wir dieses Jahr machen. Ja, man kämpft sich so vorwärts, ne? Hektar für Hektar. Gleich kommen wir ja noch an dem Stück vorbei, wo wir gestern Abend noch waren. Das ist fertig, Gott sei Dank. Zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir da sind. So, da ist es. Hinten rund 8 Hektar, vorne rund 6. Also hier sind das 5,83 oder so, ne? Mal gerundete Zahlen, wir müssen ja nicht auf dem Komma genau im Video erzählen, das ist ja egal, interessiert keine Sau da. Und ich hatte mir tatsächlich vorgestellt, dass wir um diese Zeit rum, Mitte April, dann doch schon deutlich weiter sind. Was normal auch normal wäre, aber was ist schon normal? Hier wird auch noch gekämpft in der Hoffnung, dass es nicht so viel Regen gibt. Wir sind genau richtig. Da ist der Güllekutscher. Hat sich gerade schon ein Fass hier aus dem Pott geholt. Der andere Transportwagen steht am Pott und ist auch gerade voll. Das passt doch. Ich bin mir da relativ sicher, dass wir da mindestens einmal ziehen müssen. Das wird auch nicht alles gehen. Also die gesamte Fläche werden wir nicht überfahren können. Aber wenn wir den Großteil fertig haben, das ist ja schon mal. Ist ja auch schon mal was wert dann, ne? Wie gestern, ne? Staubt und gleich, trotzdem fährt man sich gleich fest. Das ist bescheuert.
wohl auch schlauer. Ah, nee, das ist leer. Aber da vorne wird er nicht durchkommen. Wobei, vielleicht kommt er. Na. Die Tonne ist leer. Vielleicht geht's. Ein Löchli gefunden. Ach ja. Fertig. So, da hatte ich eben noch den Grubber abgebaut. Nachbar braucht den. Da habe ich den 818 hingestellt. Hatte ich eigentlich vor, den zu waschen heute Nachmittag. Aber jetzt rief Jürgen an, dass er noch ein paar Stunden Zeit hätte. Der kommt jetzt gleich irgendwann. Und dann wollen wir noch mal eben, solange es nicht regnet, hier mit den Fontane Pommeskartoffeln anfangen im Separieren. Jo. Immer schaffen, solange es geht. Da sieht schon düster aus. Laut Regenradar kommt aber ab ca. 18 Uhr Regen erst. Und jetzt ist es 2:30. Wir lassen uns wie immer überraschen. So, Dünger drin, Wasser drin für Beize. Düngerwagen leer.
Oh, jetzt noch Hakengas Dünger nachholen. Na. Display-Spannung ist zu niedrig. Was willst du von mir? Ja, die Spannung der Display-Beleuchtung ist zu niedrig. What? So, Licht und Bremse dran. Ja. Radio aus, labern an. Kleines Update nur eben kurz vom Fanshop wegen unseres Tretreckers. Da fehlt hier einer, der aber schon bezahlt ist. Die haben das mittlerweile, also ich habe eine andere Nummer, ich habe einfach die bei Fan direkt angerufen. Und habe dann gesagt, ich weiß, dass diese Nummer nicht richtig ist, aber die haben mir dann eine andere Nummer gegeben. Da habe ich dann angerufen. Das war Freitagmittag, da habe ich aufs Band gesprochen, weil die waren schon im Wochenende. Hat Ina da eben gerade nochmal angerufen, weil ich unterwegs bin und dann ist Telefonieren ja scheiße. Und sie hat aber meine Nachricht schon bearbeitet, die ich auf dem AB gesabbelt hatte. Und sie hatte das nachgeforscht und die haben tatsächlich nur einen gebucht, obwohl zwei bestellt waren. Und der soll jetzt morgen losgeschickt werden, wohl. Also denke ich, dass wir den dann irgendwie Ende der Woche auch da haben. Dann sind die Kinder glücklich und alles wird gut. Ne? So viel dazu. So, wir fahren jetzt nach Schesel zu Heidesand. Mischdünger holen, wenn mir das weitergeht. Solange bis es regnet. Läuft. Ein Stück zurück. Halb drei. Ah, das sieht da oben nicht so geil aus. Aber es ging schön flott. 14:40 haben wir es jetzt. Das passt auf jeden Fall mit dem Dünger, der in der Pflanzmaschine drin ist, zusammen, dass die nicht warten müssen. Mal eben schnell zurückwiegen und dann. Ja, was den Patent-Kali angeht, haben wir alles richtig gemacht mit Vorkaufen, hörte ich gerade. 5 bis 6 Euro geht er hoch jetzt. Kann man auch nicht alles falsch machen, ne? So, jetzt haben wir wieder Dünger für 20 Hektar am Mann. Wer weiß, wann wir, also wir haben jetzt die Beize vorhin aufgefüllt für 6 Hektar. Und jetzt mal so einen Hektar die Stunde bummelig da mit denen, mehr wäre das dann nicht. Und doch ein bisschen öfter drehen. Dann sollten wir eigentlich damit durch sein, bis der erste Regen kommt. Zumindest, wenn man den Regenradar jetzt halbwegs glauben kann. Ja, und dann lassen wir uns überraschen, wann es weitergeht. Morgen ganz sicher nicht. Wenn es richtig blöd läuft, dann diese ganze Woche nicht. Mal schauen. Wo ist er denn? Da.
So. Bei einigen hat es ja für Verwirrung gesorgt, warum ich so eine großen Dämme flüge und warum und ist das Spargel und sowas alles. Nee, hier waren die Dämme, jetzt sind die Dämme weg. Und zwar ist er hier mit dem Grimme CS150 mit dem Separierer durchgefahren, hat die Steine, hat den Boden separiert aus den Dämmen. Die Steine, die kleinen Steine seitlich abgelegt, die großen Steine gesammelt. Und jetzt pflanzen wir da die Kartoffeln rein. Ja, das ist der Hintergrund. Und so sieht das jetzt ja auch schon anders aus als mit diesen tiefen Riesendämmen. Ne? Ich hoffe, das hat als Erklärung gereicht. Ich sehe mal zu, dass ich das nochmal gefilmt bekomme, wie der separiert. Hat bisher leider nicht gepasst. Ja. Aber soweit wie wir separiert haben, kriegen wir es vorm Regen auf jeden Fall noch fertig, denke ich. Das sieht ganz gut aus. Tja, die ersten Regentropfen sind auf der Scheibe. Das ist zu früh. 20 vor 5. Das soll doch erst um 6 regnen. Nicht mal das können die richtig vorhersagen. Mal gucken, wie viel da noch ist, was separiert ist, wenn wir das wenigstens reinkriegen. Das Problem ist, wenn es ins Separierte regnet, das dauert wirklich lange, bis das abgetrocknet ist. Bei den gepflügten Dämmen ist das noch nicht so wild. Aber separierte, das ist so lockerer Boden dann. Ganz viel ist ja nicht mehr. Ach, der hat doch noch nicht mal fertig separiert. Das ging doch gar nicht. Ach so. Ja, denn ist das ja gleich zu Ende hier. Scheiße. Das habe ich nicht mehr gekriegt, dass das noch nicht separiert ist. Aber wahrscheinlich ist das da oben am anderen Ende auch noch zu krass nass. Und das war auch bei der, da wo die Trasse, die Stromtasse, da hatten wir ja schon das Problem mit den Steinen. Ein paar Videos war weiter unten. Und da hat er sich auch ein paar Mal festgefahren in dem Bereich, wo die Trasse ist. Und auch nochmal wieder zwei fette Steine gefunden. Die hatte Vater dann noch weggefahren. Tja, gut, dann ist hier gleich Schicht. Aber jetzt wahrscheinlich wieder zu viel Dünger drin. Das war's, liebe Leute. Ich habe eben noch ein paar, also nicht die ganze Schaufel, ein paar Kartoffeln reingekleckert. Aber das hat einfach keinen Wert. Fast geschafft. Fehlt nicht viel. So, ja, erstmal den Wagen runterlassen. Dann den Rest Kartoffeln wieder rauf. Der Jens kommt. Kannst du mir mal richtig einen reinstecken? Nee, anhängen wir. Ich muss noch eben die Schaufel auskippen. Da sind ja noch Kartoffeln drin. Auch gleich schnell verstecken. Ah, jetzt liegt das scheiß Kantholz da noch. Egal. Schwierig. Ja, schwierig, das stimmt. Ach, jetzt hält er wieder an, ne? Oder? Nee. Ah, was für eine Scheiße. Ach, Quatsch. Oh, man kann ihn sogar anhalten. Das geht doch mal nicht. So, Düngerwagen unter das Dach.
Jürgen meinte eben noch, oder wollen wir noch woanders hin? Ja, wo sollen wir jetzt noch hin? Ich würde ja wirklich gerne weiter pflanzen, aber es geht nicht. Keine Chance. Stehen. Jetzt ist richtig Regen. So, Dünger haben wir eingelöffelt. Kartoffeln sind wieder weg. Feierabend. Du musst schneller fahren, dann fällt das meiste auch tatsächlich vorbei. Oder bleibst unter dem Dach. Ja, so. Rotz. Ja. Naja, hier ist noch ein bisschen was geschafft heute. Ja. Ja. Besser als nichts. Genau. So, Feierabend. Bis morgen. Moin. Heute ist schon wieder ein Dienstag. Das war der 16. April. Ach, ich hätte ja gar nicht gucken müssen. Ich weiß heute, dass der 16. April ist. Weil, und jetzt könnt ihr gleich alle mal kurz Pause drücken und in die Kommentarspalte gehen und dann alle schreiben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Jens. Jens hat heute Geburtstag. Alles Gute, Jens. Wir werden nachher noch vorbeigekommen sein. Jens hat heute nämlich Urlaub. Jens hat frei. Und ich, bevor wir ihn und ich dann rüberlaufen zum Jens und ihm zum Geburtstag gratulieren, pack nochmal eben eure Bestellung. An dieser Stelle nochmal sorry, dass das jetzt alles sich ein bisschen gezogen hat, aber ihr habt es ja in den Videos gesehen. Wir mussten Gas geben. Wir mussten immer dann, wenn es ging, mussten wir was schaffen. Ob heute noch was geht, weiß ich nicht. Jetzt gerade ist mal trocken. Ist aber noch einiges an Regen angesagt, also wir warten es ab. Auf jeden Fall jetzt erstmal heute Morgen die Bestellungen abarbeiten. Also bis gleich. Dreckswetter. Mann. Oh, gut, dass ich den eben hier unter das Dach gestellt hätte, sonst hätte ich noch einen nassen Arsch. Da sieht das so schön aus. Aber es schifft. Es schifft und schifft und schifft. Mann, ey. So. Wir waren vorhin, heute Vormittag, noch eben auf Stippvisite zu Jens. Kaffee getrunken, Geburtstagskaffee, lecker, danke. Und ich habe jetzt gerade noch eben das Füttern fertig gemacht. Es geht heute halt einfach nichts, ne? Pakete sind alle fertig. Es ist zum Kotzen. Ja. Mir liegen dann noch zwei Sachen auf dem Herzen. Das machen wir auch später. Zu einem anderen Zeitpunkt, was ich euch noch erzählen wollte. Jetzt wollen wir erstmal eben das Ding hier durch den Regen wieder in den Stall. Ja, und dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, als so ein bisschen Büroarbeit vorzuholen, weil ich kann ja jetzt nichts machen. Geht ja nichts. Oh, das nervt echt. Das nervt. Ach, nee, geht nicht. Also, Vater ist wieder da. Dann können wir jetzt noch mal eben die Kartoffeln, die zu stark gekeimt sind, rüberlaufen lassen, damit wir nicht wieder so einen Verstopfungsscheiß haben wie Sonntag, als ich da abends um 11 noch in Pflanzer stand und nachgestochert habe. Das hilft alles nichts. Das ist scheiße. Das muss mir auch keiner in den Kommentaren sagen, das weiß ich selber. Aber es geht nicht anders. So, und jetzt so schnell wie geht rüber und dann müssen wir hoffen, dass die um bald in die Erde können. So, hier wollte eigentlich Grimme ja nochmal kommen und nochmal einen Hahn zwischenbauen. Ja. Ist aber noch nicht passiert. So. Gucken, jetzt haben wir das hier auf 30%. Bisschen schneller wird wohl gehen, aber ich will das gleich erstmal eben angucken, wie die aussehen und dann dementsprechend die Geschwindigkeit nachjustieren. Bleiben die denn jetzt? Jetzt geht's los.
jetzt haben wir hier Kuras Z, die haben wir gestern geholt, die haben wir zugekauft, neu. Die waren im Big Bag. Und die haben schon genauso viele Keime. Das ist zu spät. Ach. Frisch aus dem Big Bag. Verdammte Seuche. Aber die waren auf einem schönen hellen Boden, ne? Was ist denn das da oben? Kennt man gar nicht. Moinsen! Mittwoch, 17. April. Aber der Schein, der Sonnenschein, der trübt. Heute soll es wohl trocken bleiben, aber ab morgen wieder Regen. Freitag haben die 14 Liter angesagt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Bevor das aber richtig losgeht, wollte ich noch mal eben auf einen Kommentar eingehen. Und zwar hatte jemand geschrieben, ich sollte doch aufpassen, ich würde meinen Mitarbeiter vernachlässigen. Welcher Mitarbeiter denn? Wann kommt der endlich? Wie lange muss ich hier noch sitzen? Ich höre was. Endlich! Ich habe was zu essen bekommen. Guck mal, Ruta, geh los hier! Ja. Wo magst du da hin? Ich muss arbeiten. Hurtig! Lauf! Das ist gar nicht vernachlässigt, das ist nur verwahrlost. Ne? Oh, los geht's. Trügt immer noch. Heute schönes Wetter, aber nichts mit Kartoffelpflanzen. Morgen auch nichts mit Kartoffelpflanzen. Und Freitag 10 Liter Regen laut Wetterbericht. Aber Vater und Jens sind jetzt noch eben im Gang den Rest Kartoffeln durchsortieren, den ganzen Vormittag sortiert. Und ich fahre jetzt los. Ich kann mir den Dampfformer noch mal eben holen, den Beetformer. Will noch mal ein paar Bahnen da hinter der Halle versuchen, ob ich da durchkomme, ob das geht. Und er kommt dann nachher irgendwann heute Nachmittag nochmal mit dem Separierer. Ich habe auch gesagt, wenn die letzten 10 Meter, wenn das da nicht geht, dann soll er ausheben und durchfahren. Aber dass wir mindestens das Gros irgendwie fertig kriegen, wir kommen so sonst nicht weiter. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir wieder pflanzen können. Ich habe ja noch Hoffnung, dass das nicht ganz so viel Regen gibt, wie sie im Moment alle vorhersagen. Oh, Leute, das war ein Learning. Das war gerade ein Learning. Wollte ich hier geschmeidig in die Spur fahren? Spurführung geht nicht. Ich denke, Scheiße. Und er hatte die AB-Linie nicht mehr. Und ich denke, kacke, Alter. Ich kann mir hier jetzt irgendwie nicht so wirklich eine neue AB-Linie holen. Und ich kann jetzt auch nicht hier falsch weiterfahren, weil das würde mit den Pflanzen nachher ja nicht passen. Habe ich kurz geschwitzt. Hätten wir jetzt schon irgendwo angefangen, hätte ich schon eine Fahrgasse, hätte ich mir die AB-Linie auch neu holen können. Hatte ich aber nicht. Haben wir aber ja nicht. Hier ist ja noch nichts gepflanzt.
Oh, Mann, du. Aber jetzt habe ich selber mit viel Rumklicken und ein bisschen Schwitzen. Ich gebe es ja zu. Gebe es ja gerne zu. Doch meine gespeicherte Spurlinie wiedergefunden, Gott sei Dank. Meine Güte. Das wäre jetzt echt kacke gewesen. Dabei ist heute nicht mal Montag. So. Das sollte jetzt eigentlich wirklich gehen bis ans bittere Ende hier. Mal sehen. Also da ist, wie man sehen kann, ich weiß nicht, ob man so eine Kamera sehen kann, ich kann es sehen, ohne Packer geflüchtet. Also vielleicht sind die letzten 10 Meter zum Wald hin oder 15 Meter, denn die bleiben vielleicht nach, das kann sein. Aber das werden wir dann in Kürze wissen, wenn wir da angekommen sind. Erstmal geht's jetzt. Mann, Manfred. Ah, schön ist das nicht hier. Mit ohne Packer. Ja, jetzt geht's wieder. Aber da muss man doch ein bisschen aufpassen, weil dann sonst das wieder zusammenbricht und dann ist uns nicht geholfen, wenn die Furchen wieder zufallen. Ein bisschen mit der Höhe spielen. Drohnenaufnahmen habe ich geschafft. Endlich mal wieder. Keine Ahnung, was davon geworden ist. Ich bin seit Urzeiten mal wieder FPV geflogen. Konnte es aber nicht so richtig genießen, weil man muss ja dann doch ein bisschen aufpassen. Also hier kann ja nichts passieren, aber ich will am Vorgewende natürlich auch rechtzeitig dann das Ding auf Pause setzen und nicht durch die Brille gucken, sondern in echt gucken. Also war ein bisschen fickelinsch, also wenn die Aufnahmen jetzt nicht so geil sind, dann liegt es daran, dass ich irgendwie alles auf einmal gemacht habe. Aber Hauptsache immer wieder Luftaufnahmen. Spaß hatte ich auf jeden Fall dabei. Das war mal ganz was Neues. Jo, also mit dem Dröhnchen wird es demnächst auch öfter mal was geben. Dann aber während ich, nicht während ich fahre, sondern während andere fahren. Das ist geiler. Da kann man noch ein bisschen mehr sich um die Aufnahmen kümmern. Jo, aber wir kommen hier doch näher ran, als ich dachte. Wenn wir Glück haben, kommen wir sogar ganz bis an Busch. Das wäre natürlich nice. So, und dann da vorne auf dem anderen Ende die kurzen Enden, da könnte das dann in die Richtung nochmal krimineller werden. Aber das werden wir sehen. Wenn das denn nicht geht, dann höre ich auf. Und dann bleibt das da liegen. Und dann müssen wir da im Herbst eben ein bisschen mehr abgrabbeln. Aber das Gros vom Schlag, also wir haben ja jetzt von da hinten ganz am Ende von der Straße bis hierher durchgehend alles flügen können. Und ein ganz Teil ist auch schon separiert. Also da bin ich froh, dass wir hier wenigstens in dem Bereich, wo wir die ganzen Speisekartoffeln haben, dass wir da die Steine rauskriegen. Ne, man soll den Tag nicht vom Abend loben, da kann noch viel passieren mit Regen. Und wer weiß, wann er den Rest hier fertig separiert kriegt. Aber manchmal muss man auch immer wieder dran denken, dass die Kraft in der Ruhe liegt. Ne? Natürlich sind wir alle nervös, aber zu nervös darf man auch nicht werden. Mal gucken. Das Wetter können wir sowieso nicht ändern. Aber erstmal bin ich froh, dass das hier jetzt so geht. Hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ich habe vorhin angerufen, ich sage, wie sieht das aus? Ist der Flug frei? Ja, musst du nur eben. Der war dann auch hinter dem 820, den haben wir eben abgebaut da. Und der Versuch macht klug. Wenn es nicht gegangen wäre, hätte ich ihn jetzt schon wieder weggebracht, dann ist das auch so. Aber toi, toi, toi. Noch geht's. Da fällt mir gerade noch was ein, das muss ich leider sagen, weil das kommen sonst wieder so viele Kommentare, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe eine Genehmigung, um hier zu fliegen, hier in diesem Windpark. Das ist alles legal gewesen und alles völlig in Ordnung. Könnt euch die Kommentare sparen, falls ihr es gerade vorhabt, das einzutippen. Wenn das nicht schon passiert ist. So. Sieht so warm aus, ist es aber gar nicht. Aber doch, hier ist Windschatten, hier geht's. Mal eben einmal sauber kratzen.
Traumhaft. So, wir sind hier fertig. Hat alles geklappt, hat nicht geschmiert. Herrlich. Denn bringe ich den eben auch direkt wieder zurück. Wer weiß, was morgen alles noch wieder ansteht. Sperren, sperren. Stufe 2. Jo. Big fine. Das muss ich hier noch einmal mit dem Grubber her. Vorgewände hier grubbern und die Furche zu grubbern vor allem. Und dann kann er zum Separieren kommen. Es könnte sein, das weiß ich jetzt gar nicht, es könnte sein, dass der zu Hause hintere Halle schon separiert. Wenn wir zurück sind, gucken wir da noch mal eben hin. Jetzt haben wir es 5:30. Das ist ja alles totale humane Zeit heute. Das ist doch mal nett. Ja, aber hier hat er jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was vor sich, ne? Mit 2 km/h jede Bahn langziehen. Das dauert einen Moment, bis das hier fertig ist. So, ab hier ist schon separiert. Aber eben, dann kann ich euch noch gleich zeigen, bis wo. Eine hintere Mühle irgendwo. Hier ist der Weg. Oh, Stockel, Stockel. Ach, scheiß Weg ist das. Ist auch alles separiert, da ist überall durchgekommen. Auch noch separiert. Hat er das schon bis zum Ende? Nee, ich glaube, da ganz an der Straße ist, glaube ich, noch nicht. Da war das zu nass. Aber das wäre jetzt auch gegangen. Scheiße. Vielleicht morgen. Ja, das ist hier irgendwo. Hier ist Schluss. Und dann von hier da bis zu der Straße. Muss er denn nochmal? Jo, Leute, jetzt habe ich zum Feierabend doch tatsächlich noch mal eben ein paar Aufnahmen, Luftaufnahmen von dem Steinseparatisten da, den Grimme CS150, geschafft. Das war nice. Das freut mich. So, jetzt gleich mal eben Akku nachladen, wer weiß. Der ist noch gut. Ich glaube, die Brille braucht ein bisschen Strom schon wieder. Komm schon, großer Knüpp. Geht noch. Ach, sicher, sicher. Ja, und das. Der Akku von Dröhnchen muss auf jeden Fall. So, jetzt aber Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Ne? Bis morgen. Donnerstag, 18. April. Das Wetter hält. 3 Wetter trifft. Alles nicht so einfach. Also ich bin jetzt noch mal eben auf dem Weg zum... Da, wo wir gestern den Rest Beete geformt haben, Beete gepflügt haben, will mir das mal eben zur Straße hin angucken. Eigentlich muss das irgendwie gehen. Er wollte heute Nacht oder späten Abend anfangen. Ich will mir das noch mal eben angucken, ob er was ich gefühlt, ob das geht, da zu fahren. Das muss, eigentlich muss das irgendwie, weil wir müssen von, ich zeige euch das, wo wir da sind, wir sind gleich da. Wir müssen eigentlich hier von der Straße aus anfangen. Hier sollen die Pommeskartoffeln hin, die Fontane. Und da jetzt in der Mitte anfangen, ist alles kacke, ne? So. Weil wir nicht wissen, natürlich nicht genau wissen, wie weit wir kommen. Wir steigen jetzt mal raus. Das ist ja auch nicht so viel. Das muss jetzt irgendwie gehen. Das muss gehen. So, hier. Er kann eigentlich auch nicht von da anfangen. Er muss eigentlich von da, da ist ja schon separiert, von da hierher arbeiten. Aber es muss trotzdem durchgezogen werden. Da war es ja ultra nass, man sieht das auch noch. Da habe ich auch übertrieben, gebe ich zu. Aber ich habe die ganze Zeit noch gedacht, das geht. Müssen wir eben einmal, weil wenn jetzt morgen der Regen wirklich so krass kommt, geplant ist jetzt das Pflanzen. Übermorgen und Montag. Und hier sollen die eigentlich dann rein.
Das muss aber gehen. Das hat auch gut abgetrocknet. Heute scheint die Sonne noch mal rein hier. Gestern ist hier eine ganz dunkle Wolke übers Dorf gezogen. Bei uns auf dem Hof waren nur ein paar Nieseltropfen. Was hier passiert ist, weiß ich nicht. Ein bisschen mehr wahrscheinlich als zu Hause, aber das muss gehen. Irgendwie muss das gehen. Muss er versuchen. Wenn es der nicht ist, dann muss er einmal ausheben und wir ziehen da einmal mit dem Grubber rüber. Dann haben wir eben ein paar Meter, wo wir nicht separiert haben. Ja. Was anderes fällt mir da jetzt nicht zu ein. Muss irgendwie weitergehen. So, jetzt haben wir nochmal Gülle fahren. Wahrscheinlich Montag. Da sind ja noch ein paar Flächen nach, wo noch keine Gülle hingekommen ist. Die fahren wir dann von zu Hause. Aus den Kühlen, was neulich da aufgerührt wurde im Video. Das Rindergülle. Dass wir dann möglichst nächste Woche mit dem Güllefahren soweit fertig werden, dass wir dann mit dem Flug Vollgas machen können. Und überall, wo es befahrbar ist, dann auch direkt mit den Kartoffeln weiterkommen. Das ist man ahnt es nicht so einfach, ne? Ja, so, das ist der Plan. Guck ich noch mal eben zu dem Wasserloch, wie weit das Wasser da weg ist. Und dann heißt es wieder Daumen drücken. Jo, hier brauchen wir über nichts nachdenken. Wie man sieht, geht noch lange nichts. Noch lange was? Noch lange nicht was? Mein Gott, was ist das jetzt korrekte deutsche Sprache? Schwere Sprache. Wollte sagen, hier geht nichts. Aber das sieht man ja auch, glaube ich, so, ne? Ohne dass ich was sage. Ach ja. Und ich sag's euch, das kommt so, dass wir irgendwann Mitte Juni oder so ein Quatsch. Es ist so trocken, dass wir wieder mit dem Wasser rumspielen müssen. Ich kann es alles nicht glauben, ey. Blauer Himmel. Ja, schön. Wahrscheinlich nicht mehr lange. Jo, Jens ist gerade noch heißer Feger. Ja, richtig. Und da ist übrigens das Wasser, was aus der Keimkiste rausgelaufen ist, ne? Das ist schon erstaunlich, was da rauskommt. Das ist echt ärgerlich. Ja. Die Kartoffeln müssen unbedingt in der Erde jetzt. Ja. Aber gut, manche Dinge liegen halt auch nicht in unserer Macht. Ne? Genau. Wetter zum Beispiel. Ja. Aber dafür ist das Video jetzt zu Ende, weil das ist, glaube ich, schon wieder ganz schön lang geworden. Ich mache das diesmal auch mal anders, habe ich mir überlegt. Die Luftaufnahmen, die gibt es jetzt ganz zum Schluss. Oh. Also wer die sehen möchte, der bleibt jetzt gleich noch dran. Wenn wir schon Tschüss gesagt haben, dann könnt ihr Luftaufnahmen angucken. Und wenn euch das nicht interessiert, dann schaltet ihr einfach schon aus gleich. Ja. Ne? Also in diesem Sinne, wir hoffen, dass es irgendwie weitergeht, die Tage und vor allem nächste Woche, dass es morgen nicht so viel Regen gibt. Ihr dürft, wenn ihr möchtet, auch gerne Daumen drücken und dann sehen wir uns im nächsten Video nächste Woche wieder. Genau. Also, Dankeschön, reinhauen, Fürsing! Du siehst gar nicht älter aus. Ich fühle mich auch nicht so. Ja. Nee. Top.